Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Talabia, und ich halte in den Händen bereits aufgemacht die Digitalwerkstattbox. Ihr erinnert euch alle vielleicht noch an unsere Tollerbox. Und einige von euch haben mich auch gefragt, wie ich das hier finde. Manche wollten sogar Rücksicht auf meine Gefühle nehmen, weil sie dachten, vielleicht bin ich auch ein bisschen neidisch, dass meine Freundin Verena das auf die Reihe bekommen hat. Ehrlich gesagt, ein bisschen neidisch bin ich schon, aber ich kann ein gutes Projekt anerkennen. Ich habe auch Verena beim Entstehung dieser Sache beraten und ich kann euch sagen, es ist eine richtig gute Sache. Ich habe das auch jetzt noch mit zwei Kindern getestet. Oh, die aufzumachen ist so leichter als gedacht. So eine Digitalwerkstattbox ist erstmal so dünn, dass sie in den Briefkasten passt. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber der damaligen Tollerbox. Die war zu groß und zu unhandlich. Und dann gab es Probleme damals mit dem Postboten oder was auch immer für einen Zusteller wir hatten. Und vor allem, es nahm auch so viel Platz im Kinderzimmer. Das Ganze ist ein schlankes Produkt und trotzdem eine Menge drin. Es ist mit Elektrizität. Ja, super. Und deswegen ist das ein Tüftelprojekt, ne? Und ein Programm. Und hier sind unsere Materialien. Und dann haben wir noch ein Programmierprojekt, das gucken wir uns später an. Und die Eltern bekommen auch noch mal einen Brief. Bevor es losgeht, erfahren wir so ein bisschen Grundlagen über das Thema Elektrizität. Ne? Müssen wir alles, also, wir haben jetzt eine Powerbank genommen, weil wir keinen Laptop jetzt gerade dabei nicht haben. Und jetzt? Weiß nicht. Verbinde die mal zusammen. Echt? Passiert ja. Was denn wohl passiert? Sie blitzt auf. Ja. So, jetzt haben wir nochmal eine Box. Und was haben wir denn da alles? Elternbrief wie immer. Also, das ist die LED-Lampe, ne? Und das ist die Pin. Gut. Und was ist? Was ist das? Das ist die Batteriefolie. Und es leuchtet. Cool. Programmierprojekt. Okay, es kann losgehen. Sehr cool. Ich muss zugeben, die Anleitung war mehr für mich als für Johannes. Johannes hat sich fast alleine zurechtgefunden. Ich mach das hier schon selbst. Da handelt es sich um die Sprache Scratch. Scratch ist schon bereits 2007 auf dem Markt gewesen, ist am MIT entwickelt worden, speziell für Jugendliche und Kinder, damit sie coden lernen. Was denn wohl passiert? Verstehe! Ja, schaut euch mal an, wie begeistert Johannes war, sich da zurechtzufinden. Das ist cool. Das ist cool. Schau mal, Mama. Er wird dabei dicker. Fazit: Die Haber Digital Werkstattbox ist einfach ein gutes Ding. Sie bringt nicht nur Basteln und Tüfteln nach Hause, sie bringt richtige digitale Fähigkeiten, etwas, was jedes Kind in unserer Welt heutzutage braucht. Und ich hoffe, dass viele von euch sich dafür begeistern und sich das bestellen. Von mir gibt es eine volle Empfehlung dafür.